Das ist eine Tiger-Vogelspinne und sie bekommt heute ein neues Terrarium. Der Biss dieser Spinne sollte als potenziell gefährlich eingestuft werden. Abgesehen davon ist die Spinne oftmals ziemlich schnell und temperamentvoll. Ich muss also sehr aufpassen, wenn ich mit dieser Spinne arbeite. Alles klar, Leute, das wird heute richtig cool. Wir werden ein lebendes Terrarium für meine Tigervogelspinne einrichten. Ihr altes Terrarium hat mir nie so richtig gefallen. Es beinhaltet zwar alles, was die Spinne benötigt, aber ich finde es einfach nicht schön. Also richten wir ein neues ein. Dazu müssen wir als erstes die Spinne aus ihrem Terrarium holen. Das wird ein bisschen riskant. Ich benutze dazu auf keinen Fall meine Hände, wie man es in manchen anderen YouTube-Videos sieht. Ich möchte auf keinen Fall einen Biss riskieren. Wow! What the fuck? Deswegen fasst man eine Tigervogelspinne nicht an. Okay, vielleicht kann ich sie so irgendwie rüber. So, den ersten Teil hätten wir geschafft. Das zweite Risiko werden wir haben, wenn wir die Spinne wieder zurück in ihr neues Terrarium befördern. Jetzt richten wir aber erstmal das Terrarium ein. Dazu reinige ich es zunächst mit Wasser, danach mit Alkohol, um die Scheiben richtig sauber zu bekommen. Tiger-Vogelspinnen halten sich in freier Natur ganz gerne in hohlen Baumstämmen auf. Deswegen verwende ich diese Korkrinde. Ich möchte das Terrarium allerdings so einrichten, dass sich die Spinne zwar jederzeit zurückziehen kann, ich sie aber trotzdem beobachten kann. Dazu habe ich mir was einfallen lassen. Leute, das wird richtig cool. Ich kann es kaum erwarten, euch das Endresultat zu zeigen. Wir kleben nun die Rinde in das Terrarium rein. Die restliche Rückwand streichen wir mit schwarzem Silikon an. Das alles sieht jetzt ein bisschen, ja, seltsam aus, aber wir sind noch nicht fertig. Ich lege jetzt noch zwei kleine Töpfe aus Kokosnussfasern rein. Dort kommen dann später die Pflanzen rein. Jetzt streuen wir noch Granulat auf die ganze Sache drauf und lassen es für 24 Stunden aushärten. Nun ist alles ausgehärtet und jetzt schaut mal, wie cool die Rückwand aussieht. Jetzt noch das Substrat anrühren. Ich verwende dazu grobe Kokosnussfasern, Holzkohle und Humus mit Sand. Falls ihr euch wundert, warum ich Holzkohle dazu nehme, die Holzkohle dient dazu, das Substrat aufzulockern und zu durchlüften. Außerdem beugt sie der Entstehung von Schimmel vor. In das Terrarium müssen wir jetzt noch eine Schicht Lavasteine hineingeben. Diese Schicht dient dazu, dass Wasser aus den oberen Schichten abfließen kann. Ich lege nun noch ein Netz aus Kunststoff hinein, damit die Lavasteine und das Granulat voneinander getrennt sind. Ansonsten vermischen sie sich mit der Zeit und man muss alles wieder neu machen. Zuerst kommt das Substratgemisch rein, dann gebe ich obendrauf nochmal eine Schicht reinen Humus mit Sand. Als letztes füge ich noch die Pflanzen hinzu. Jetzt noch ein bisschen ansprühen, damit die Pflanzen ordentlich Feuchtigkeit haben und dann anwachsen können. Und noch ganz wichtig, Springschwänze hinzufügen. Diese kleinen Tiere halten das Terrarium sauber. Sie fressen Essensreste, Schimmel und anderes totes Material. Im Prinzip sind die Springschwänze die Gesundheitspolizei in einem belebten Terrarium. Und jetzt kommt wieder der riskante Teil. Wir müssen die Spinne in das neue Terrarium befördern. Vielleicht habt ihr in einem meiner letzten Videos gesehen, wie sie sich damals benommen hat. Okay, drin ist sie. Geschafft. Herzlich willkommen in deiner neuen Welt, liebe Spinne. Dieses Terrarium ist dem natürlichen Lebensraum der Spinne nachempfunden. Sie erkundet jetzt erstmal ihr neues Zuhause.
Es hat nicht lange gedauert, bis sie in ihre neue Behausung eingezogen ist. Und jetzt schaut mal, wie cool das Ganze von hinten aussieht. Ich stelle dieses Terrarium an die Wand, dadurch ist es für die Spinne so, als wäre sie in einer Höhle. Aber wenn ich möchte, kann ich jederzeit einfach das Terrarium drehen und einen Blick auf die Spinne werfen. So ist sie glücklich und ich auch. Als ich das letzte Mal ein Spinnenterrarium eingerichtet habe, wurde ich von dieser Spinne insgesamt 5-mal hintereinander gebissen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das zustande gebracht habe und was dann passiert ist, schaut euch gerne dieses Video hier im Abspann an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!